Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 2020 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. Ihr habt es total gefeiert, dass die letzte Folge rausgekommen ist. Einige Likes haben es dann noch gefehlt und ich hoffe, dass wir dieses Mal ein paar mehr kriegen. Ballert einfach mal raus, was ihr könnt. Würde mich total freuen und aber trotzdem, nichtsdestotrotz war es echt mal wieder cool, eine Folge von der Trainerkarriere zu bringen und dementsprechend lege ich hier direkt hinterher mit einer ganz, ganz krassen Folge, denn heute haben wir DFB-Pokal Halbfinale gegen Augsburg und die nächste Runde der Champions League, ich weiß gar nicht, Viertelfinale oder irgendwie sowas, ich glaube es ist Viertelfinale, Halbfinale ist es glaube ich noch nicht, wird aber sehr interessant gegen Inter Mailand zu Hause, also einmal gegen Augsburg total ein gutes Spiel hinlegen, weil wir dürfen natürlich nicht verlieren. Wir müssen ins Finale kommen, das ist meiner Ansicht nach Pflicht. Und dann gegen Inter Mailand zu Hause kein Gegentor kassieren und hoffentlich gut vorlegen. Das wäre schon mal ganz nice. So, dann wollte ich unbedingt was machen, was mir schon oft in die Kommentare geschrieben wurde. Danke natürlich auch dafür. Ich lese immer alles und hoffentlich setze ich auch immer alles um. Ich soll die Nummer von Sané ändern, nur leider geht das gerade irgendwie nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns schon am Spieltag befinden. Das heißt, das geht dann quasi nach dem Spiel gegen Augsburg wieder. Ich hoffe es einfach mal, weil gewünscht wurde, dass Sané die Nummer 10 bekommen soll und nicht 7, weil dann echt auch die 10 bekommt, etc., etc. Okay, wir gucken mal in die Mannschaft rein, müssen natürlich ein bisschen aufpassen, ich weiß gar nicht, wie viele Tage Pause waren dazwischen, das will ich jetzt nochmal schnell nachschauen. Okay, da ist schon gut eine Woche dazwischen und das ist perfekt, immerhin eine Woche, oh Gott, was kriege ich jetzt? So, jetzt normaler Modus, dankeschön. Ja, immerhin ist eine Woche dazwischen, das ist natürlich schon mal ganz, ganz wichtig. Dementsprechend brauchen wir auch nicht viel umwürfeln, denn ich will schon eine der besten, wenn nicht sogar die beste Elf auf dem Platz stehen haben. Und ich denke, dass wir hiermit, so wie es jetzt ist, eigentlich relativ gut bedient sind. Wir haben auf der Bank dann noch einen Perisic, Goretzka, Coman, Haaland, Tolisso, die noch eingewechselt werden können und ordentlich für Action sorgen können. Also sieht ganz gut aus, deswegen würde ich sagen, starten wir rein ins erste Spiel. Ich bin absolut hyped. Wow. Und wie wir hörten, treten beide Teams in Bestbesetzung an, also keine neuen Verletzungs... So, Kommentator vergessen auszustellen, aber wie er schon gesagt hat, beide Teams in Bestbesetzung, das heißt, es wird sehr gefährlich. Und Augsburg stellt auf Offensiv, ja das wird interessant, also nicht auf Defensiv, kein Bus parken, sondern die wollen ran an den Spiel. Ich habe gar nicht geguckt, auf welchem Tabellenplatz sie in der Liga sind, hätte ich mal machen wollen, aber... Ich bin sehr vergesslich. Boah, Alaba setzt sich aber trotzdem gut durch. Wir können mal gucken, ob wir direkt die erste Chance ohne einen Cut kreieren können. Sané ist nochmal mit einer Flanke, aber die kommt nicht richtig an. Zwei Flanken, die wir schon probiert haben. Jetzt Lewandowski 1-0. Yes! Tatsächlich, wir kriegen es hin ohne einen Cut. Jawohl. Ah, sehr, sehr schön. Not bad. Müller stellt sich hier gut rein. Ball Preis Lewandowski und der eiskalt. Perfekt in die Ecke. Gut gemacht, nicht schlecht. Ich nehme das hier übrigens jetzt ein bisschen anders auf. Von der Qualität ist es entweder deutlich besser oder es ist schlecht. Aber die letzte Folge war aus irgendeinem Grund komisch verpixelt, obwohl ich eigentlich keine schlechte Qualität hatte. Heute nehme ich das ein bisschen anders wieder auf. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt besser ist. Die Qualität des Spiels ist auf jeden Fall sehr hoch. Augsburg, die hier echt probieren, was zu machen, was zu reißen. Aber wir, die hier direkt gut vorgelegt haben, so will ich das natürlich eigentlich auch sehen. Oh, ein schöner Pass, aber Lewandowski kommt nicht mehr ran. Ah, schade. Torwart war auf Zack. Oh, Neuer. Sehr schön. Schöner Schuss aber auch, muss man echt sagen. Mich freut das, dass Augsburg hier auch Action machen will. Solange ich das Ding hier gewinnen und führe, freut mich das. Weil dann ist das Spiel auf jeden Fall nicht so langweilig. Weil gegen solche Mannschaften habe ich immer Angst, dass die keinen Bock haben und mir das Leben einfach nur schwer machen wollen. Das haben die aber nicht vor. Jawohl! Robert Lewandowski! 2-0! Doppelpack! Yes! Schön! Müller wartet lange, sieht,
den Neuner in der Mitte. Nicht gut verteidigt da von Augsburg. War zu viel Platz auch für Lewandowski. Und dementsprechend bestraft 2:0. Träume. Oh, ist das schön. Super Bayern wird hier gesungen. Und so wie das Spiel gerade läuft, ist das auch so. Lewandowski, ich musste jetzt irgendwas machen. Oh, es gibt einen Freistoß. Komm, wir führen den schnell aus. Und Sané jetzt Schuss. Oh. Ich komme gar nicht zum Reden. So viel Action ist hier drin. Aber das gefällt mir natürlich eigentlich. Ich hätte natürlich hier am liebsten selber geschossen, aber. Naja, ja, wir haben fast 70% Ballbesitz, geben richtig Gas, führen schon 2:0, 30. Spielminute. Also da kann man schon mal Super Bayern singen. Nachdem sie ja in echt auch die Champions League gewonnen haben. Die letzte Folge, die kam ja am Sonntag, die hatte ich ja schon vorher aufgenommen, letzten Freitag schon. Da wusste ich noch nicht, dass Bayern die Champions League gewonnen hat. Sané! Leroy! 32. Spielminute, 3:0. Und wieder die Torhymne. Die alte noch. Ich weiß gar nicht, gibt es eine neue schon? Kann sein, ich glaube ja. Augsburg wird geschreddert. Ja, ich freue mich natürlich, das wollte ich sagen, hier natürlich umso mehr. Bayern jetzt in echt dann die Champions League gewonnen. Und ja, das freut mich natürlich sehr. Ich bin ja auch Bayern-Fan. Und auch ein bisschen Fürth, ein bisschen Bayern, so wer das noch nicht wusste. Egal, auf jeden Fall werden wir ja hier... Oh, Pfostenschuss von Müller. Es ist echt Action in diesem Spiel. Fuck, ist das cool. Wir wollen ja natürlich diese Karriere fertig machen mit Bayern, ist natürlich klar. Aber ich werde traditionell auch nächstes Jahr zu PES 21 noch eine Bayern-Trainerkarriere wieder mal machen. Weil mich das auch schon Leute gefragt haben. Also ja, es wird in PES 21 weitergehen mit der Bayern-Trainerkarriere. Und dementsprechend freue ich mich natürlich dann mit dem Triple-Sieger, mit dem Champions-League-Sieger in der neuen Saison spielen zu dürfen. Bin mal gespannt, ob wir hier in unserer Karriere auch das Triple holen können. Leroy Sané, knapp. Gnabry holt sich den Ball nochmal und Müller, was macht der denn? Alter, wäre das krass gewesen. 3:0 zur Halbzeit, Doppel-Lewandowski, einmal Sané. Schönes Spiel bisher, wir können absolut zufrieden sein. Oh, das wäre so ein schönes Ding gewesen. Oh, Neuer. Mega-Parade. Auch unser Torhüter ist on fire. Na, dann ist weg damit. Neuer ja auch im Finale Wahnsinnsleistung hingelegt. Hier bei uns hoffentlich auch. Oh, der Ball ist nicht drin. Also ein bisschen Schwein gerade. Aber Neuer ist auch so gut. Guck ihn dir an. Haaland. Kubek hält einen Ball. Jawohl, sehr schön. Bam. 4:0. Wunderbar. Wunderbar. Game over. Haaland. Erstmal runter. Zwei Stationen rauf. In der Mitte tut sich eine Lücke auf. Und Haaland ist wieder da. 4:0. Sehr, sehr schön. Und 5:0. Haaland ist auch immer noch einfach absolut krank. Eingewechselt, aber er steht immer da als Stürmer. War knapp, aber es ist egal. Und es ist das 5:0. Boah, da werden wir noch gefoult. Es ist uns egal, wir spielen trotzdem einfach weiter. Und Coman, was? Der geht nicht rein. Krasser Scheiß. Heftiger Scheiß. Oh Gott.
Oh, irgendwie Haaland. Haaland, jetzt ist er drin. Augsburg am Arsch, echt. Hattrick, Haaland. Dass der von Coman nicht drin ist, war schon krass. Aber irgendwie kriegen wir es ja dann doch gewurschtelt. Zwar nur, weil er abgefälscht ist, sonst hätte der Torwart ihn wahrscheinlich gehabt. Zählt trotzdem für Haaland. Ja, 90. Spielminute jetzt gleich. Bin mal gespannt, was es hier noch oben drauf gibt. Sieg ist es allemal. Also, so, das war's. Neuer, nimm den in die Hand. 6:0. Genau sowas wollte ich sehen. Ganz, ganz klar im Finale. Jawohl. Augsburg raus. Jedwai am Boden zerstört. Super Spiel. So, kleiner Blick auf die Spielstatistik. Nicht ganz 30, aber 22 Schüsse, 15 aufs Tor. Absolute Zerstörung. 188, 87 Pässe. Also, das ist auch relativ viel für eine Spielzeit hier in PES. 65% Ballbesitz, also absolute Dominanz, da kann man schon mal Super Bayern singen. Und ja, jetzt schauen wir weiter. Schalke ist auch im Finale. Gegen Schalke im Finale. Ja, das wird lustig. 3:0 haben die gegen Wolfsburg gewonnen, auch nicht schlecht. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall mal weiter. Denn Champions League wird jetzt ja genauso wichtig. Also es ist einfach krank. Viertelfinale, wie ich schon richtig getippt habe. Hinspiel. Problem hierbei ist natürlich, wir können immer noch nicht die Nummern ändern, weil es jetzt schon wieder ein Spieltag ist. Ich kann mittendrin nicht unterbrechen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Aber ich probiere das wirklich, Leute. Also es tut mir natürlich leid. Aber es hat irgendwie, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe da gerade keinen Einfluss drauf gehabt. Also ich krieg das schon noch hin, aber ja, keine Ahnung. Ich wünsche mir ein 4:0. Danach sehe ich übrigens, dass wir ein Spiel gegen Köln haben. Und dann direkt das Rückspiel. Das heißt, wir müssen gegen Köln die B- bzw. C-Mannschaft spielen lassen und dann im Rückspiel natürlich wieder die guten Spieler. Wird aber natürlich auch schade sein, weil wir dann gegen Köln unsere Meisterschaft schon feiern könnten, wenn wir gewinnen. Und die Meisterschaft mal zu Hause zu feiern, haben die Bayern ja relativ selten sogar. Sie gewinnen die gefühlt immer auswärts. Wir haben hier die Chance gegen Köln, das zu Hause gewinnen. Wir starten mal rein. Ich gucke nochmal auf die Fitness. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir hätten eine Woche Pause gehabt. Was ist das denn jetzt für eine Kacke? Haaland auch. Waren die irgendwie auf Länderspielpause oder so? Als ob. Ja, und jetzt? Alter, ist das scheiße. Halt auch voll viele irgendwie so, ne? Ist so random, dass auch irgendwie Haaland auch und Coman auch. Ich kann ja nicht mal wechseln. Ich kann jetzt sagen, okay, ja, nehmen wir halt irgendwie Perisic rein oder so. Oder vor allem Perisic habe ich nicht mal spielen lassen und der ist trotzdem angeschlagen. Also es muss echt Länderspielpause gewesen sein. Wie hässlich ist das denn bitte? So, das Stadion ist gefüllt. Die Menschenmengen laufen rein. Aber die Mannschaft, die ist irgendwie nur so lala. Boah, krass Handanovic aussieht. Der Bart und so sieht richtig gut aus. Aber ja, also wie gesagt, das ärgert mich total jetzt. Wir haben jetzt eine komische Mannschaft durchgemixt. Und jetzt muss ich mit der hier mein gewünschtes 4:0 erreichen. Das wird lustig. Oh, Lewandowski, den musst du machen, Mann. Ich will doch mal ein 4:0 hier haben. Und nach 20 Minuten bist du schon ausgepowert. Ah, das war gut gespielt. In den Rückkommen, da hat keiner mit gerechnet. Der Schuss kam auch gut und oh, es ging so knapp vorbei. Scheiße. Mann, die lassen mich richtig schön laufen mit meinen Spielern. Danke dafür, echt. Komm, Lewandowski. Oh. Davis! Beste Chance von Alphonso Davis, der eigentlich der fitteste da vorne ist. Gnabry und
Lewandowski schon ziemlich am Arsch, Müller geht noch. Und Tor. Auswärtstor für Inter Mailand. Alter, es ist so eine Scheiße, ne? Das hat mir echt alles versaut. Ich bin auch richtig angepisst davon. Ich weiß nicht warum, aber die Fitness von der Mannschaft ist einfach so schlecht. Wenn ich darüber nachdenke, ich kann die B11 will ich ja gegen Köln spielen lassen. Die spielt ja aber jetzt gefühlt. Dann kann ich ja die nicht mehr gegen Köln richtig spielen lassen. Aber ich muss, weil sonst kann ich im Rückspiel nicht. Und das ist so behindert. Und man sieht es jetzt gerade auch. Also ich bin deutlich aktiver. Das war eine der ersten Chancen von Inter Mailand. Martinez macht ihn rein. Tja, zweiter Schuss, zweiter aufs Tor. Ich habe auch nur zwei Schüsse tatsächlich. Ein paar Mal auch daneben natürlich gegrätscht und daneben geflankt. Aber ja, keine Ahnung. Ist alles kacke. Und Haaland! Es war so gut! Es gibt's nicht! Wir haben wieder Pech! Es ist wie gegen Arsenal, nur dass wir gegen Arsenal noch viel besser gespielt haben. Aber im Hinspiel hatten wir da auch Pech. Und hier, obviously auch. Hier spielen wir zwar nicht so gut, haben auch wenig Chancen, aber das war so eine gute Chance. Fuck. Davis! Und der Torwart. So, Coman rein. Coman für Müller. Schöner Schuss von Davis, bringt allerdings nichts. Sané, Haaland, das kann nicht sein, echt. Also, wenn mir jemand sagt, dass es nicht verhext ist, das ist doch lächerlich. Ah, wie viel Pech man haben kann. 6 Tore im Spiel zuvor. Und hier hauen wir, also, einen nach dem anderen daneben. Erste Ecke für Mailand. Beweist schon mal, dass sie echt wenig im Spiel waren, aber es ist halt einfach auch Nübel, ne? Der hält keinen Ball fest. Ey, was ist das für eine Scheiße, ganz ehrlich. 92. Wir sind beim letzten Eckball und danach wird abgepfiffen. Alaba mit der Reingabe und der Ball ist weg. Nochmal raus, nochmal Alaba und der Ball ist wieder weg. Nochmal Tolisso und wieder weg. Cuisson, es ist mir jetzt scheißegal. Das ist echt einfach Kacke ist das. Also ich bin einfach nur angepisst, dass es so eine Scheiße mit der Fitness war. Ansonsten ist es halt so, solche Spiele gibt es halt einfach mal, die man dann so verliert. Also es ist natürlich hässlich, wie die spielen. Als sie von Minute 1 auf defensiv waren und dann die letzten 30 Minuten auf voller Defensive. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach auch total lächerlich, dass die Fitness einfach im Arsch war. Wie gesagt, es ist halt wieder mal Champions League. Gerne Kommentare schreiben, das mit der Nummer, das probiere ich jetzt dann gleich mal zu ändern. Ich stelle da mal in den Einstellungen was um, damit ich das dann ändern kann. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann Bundesliga gegen Köln spielen, wo wir dann hoffentlich mit einer Mannschaft irgendwie, mit irgendeiner B11, ich habe keine Ahnung, die wird dann auch im Arsch sein von der Fitness, kann man ja mal kurz reingucken, aber es ist einfach, so lala ist es halt einfach. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Dass wir gegen Köln dann einfach das Ding gewinnen, heißt, wir holen uns dann die Meisterschale schon mal. Und im zweiten Spiel drehen wir das Ganze dann auswärts und können dann nochmal eine Runde weiterkommen ins Halbfinale der Champions League. Wir kriegen das schon hin. Drückt mir die Daumen und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.